Wir freuen uns über diese langjährige Partnerschaft, die wir miteinander pflegen und hegen und auch wirklich hier immer wieder zeigen bei olympischen Wettkämpfen. Und natürlich das Olympiazentrum in Klagenfurt, glaube ich, ist auch etwas ganz Besonderes. Seit vielen Jahren eine Trainingsstätte für die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler. Na, für uns ist das ein wesentlicher Punkt bei allen Olympischen Spielen, einfach präsent zu zeigen, präsent zu sein, zu zeigen, welche Qualitäten dieses Land hat und einfach die Verbindung zu den, wo auch immer das Gastland an Olympischen Spielen ist, auch hier zu sein. Das war uns einfach wichtig, da wo die Welt zusammenkommt, dass Kärnten da mit dabei ist, dass wir unsere Partner, unsere Freunde da zusammenbringen. Und ich glaube, es passt sehr, sehr gut. Wir haben das beste Wetter mitgebracht, so wie es für Kärntner Touristika gehört. Und da steht einem schönen Abend heute nichts mehr im Wege. Wie ich gesehen habe, dass jetzt der Kärntenabend stattfindet, habe ich mich richtig gefreut, weil ich einfach gedacht habe, ja, herrlich, ich freue mich schon richtig auf der Ham. Gleichzeitig versuche ich jetzt noch ein bisschen diesen Olympic Spirit mitzunehmen. Und das ist jetzt eigentlich die perfekte Kombination. Was wir versuchen, ist hier wirklich Kärnten so zu präsentieren, dass das große Potenzial, das der Tourismus in Kärnten hat, auch wirklich international gesehen wird. Und der heutige Abend ist ein Abend, wo wir Reiseveranstalter und Reisemedien aus ganz Frankreich treffen werden. Hier kann Vernetzung stattfinden, Vernetzung mit Kärnten. Wir können uns einfach in einem tollen Ambiente präsentieren. Wir sehen, dass dieser Mix zwischen Sport und Wirtschaft, Forschung, Technologie einfach super funktioniert. Und wir sind einfach glücklich, dass das fruchtbringend hier aufgezogen wurde und wir sind glücklich, Teil dieser Organisation zu sein. Events wie der heutige bieten auf jeden Fall die Chance, neue Märkte zu sondieren, neue Netzwerke zu schaffen und insofern ist das Österreichhaus auch dafür ein absolut guter Treffpunkt. Die Küche in der Vielfalt ist beeindruckend und wir haben natürlich heute die Garnelen, die Alpengarnelen und auch die Kärntner Kastanien mitgebracht. Das halte ich für etwas Besonderes. Ja, wie wir hergefahren sind, haben wir geredet, war richtig gutes Essen heute. Und wie ich dann auf der Karte gesehen habe, Kärntner Nudel, yes, das war eines meiner Lieblingsessen und freue mich schon voll. Ja, die Faszination Kärnten ist ja fast so groß wie die Faszination Olympia. Und deswegen passt das natürlich sehr, sehr gut zusammen. Und wie gesagt, es freut uns wirklich sehr, dass auch so viele gekommen sind, um heute mit uns da diesen Abend genießen zu dürfen. Great, also a great tradition of hospitality and culture and gastronomy, but you know, I think Austria is always a very special place in everybody's heart and so and in mine also, and so it's really wonderful to be here. Wie sagt man so schön, mit Essen und Trinken kommen die Leute zusammen, deshalb dient auch dieser gesellschaftliche Anlass, wo aber nicht rein gesellschaftlich ist, sondern eben auch der Freundschaft, der vertieften Freundschaft gewidmet ist und das ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute auch spüren, mit denen man eine Geschäftsbeziehung pflegt oder eine aufbauen will, dass es mehr braucht als nur einen Vertrag, den man miteinander unterschreibt, sondern dass man auch menschlich sich näher kommt und ich glaube, das kann niemand besser wie Österreich mit dieser Gastfreundschaft, die Österreich seit vielen, vielen Jahrzehnten pflegt. Da sind wir eine ganz tolle Plattform und von daher ist dieses Österreichhaus das Beste, was es überhaupt gibt. Thank you.